Ich habe so viele Leute gesehen, die diese 24 Stunden Leser-Challenge machen und ich habe das Gefühl, ich verpasse etwas. Deswegen mache ich das heute auch. Obwohl, ich mache das nicht heute. Ich werde nicht für 24 Stunden durchgängig lesen, denn das ist, glaube ich, nichts für mich. Ich bin eine Oma im Herzen. Ich muss um 10 Uhr schlafen gehen, deswegen kann ich nicht 24 Stunden durchgehend lesen. Aber ich werde die Zeit stoppen, jedes Mal, wenn ich lese. Und wenn wir dann bei 24 Stunden sind, können wir ein Fazit ziehen. Wie viel habe ich gelesen? Wie war es für mich? Wie lange brauche ich, um 24 Stunden zu lesen? Das erste Buch, was ich auch jetzt gerade lese, was ich im Laufe dieser Challenge beenden möchte, ist von Haruki Murakami, Man Without Women. Es ist eine Kurzgeschichtensammlung und bis jetzt gefällt mir das Buch wirklich sehr gut. Ich glaube, ich bin bei der dritten Kurzgeschichte auf Seite 99 und das Buch hat ein bisschen mehr als 220 Seiten und ich weiß nicht, was ich von diesem Cover halten soll. Ich finde diese Neonfarben nicht so schön und es gibt hier drinnen so eine coole Cover Art, aber leider ist das nicht das Cover geworden. Aber wie schön sieht das eigentlich aus? Das sollte das Cover sein. Aber okay, das ist besides the point. Ich werde dieses Buch lesen. Ich möchte mich außerdem auch ein bisschen auf Klassiker fokussieren, denn ich bin in einem Klassiker-Mood. Ich möchte Klassiker lesen. Ich habe hier oben Wuthering Heights von Emily Bronte, das würde ich gerne lesen. Ich habe auch Frankenstein von Mary Shelley, das schon so lange auf meiner Liste ist, dass ich lesen möchte. Ich habe das neue Tribute von Pan im Buch, auf das ich mich schon so freue. Und dann auch noch Babel, das ein Dark Academia Buch ist und ich bin gerade auf einem Dark Academia Zug, deswegen würde ich gerne mehr Dark Academia lesen. Wie oft kann ich Dark Academia sagen? Oh mein Gott. Aber ja, das sind Bücher, die ich vielleicht gerne im Laufe dieser Challenge lesen möchte. Ich weiß nicht, ob ich alle schaffe. Ich glaube, ich nehme mir ein bisschen zu viel vor, aber wie gesagt, ich werde mich jetzt mal auf Haruki Murakami konzentrieren, dieses Buch zu Ende lesen und ja, ich freue mich schon sehr auf diese Challenge. Schreib mir, welches Buch du gerade liest oder welche Bücher du in der nächsten Zeit lesen möchtest. Ich bin immer offen für neue Buchempfehlungen, weil ich noch nicht genug Bücher habe. Wir sehen uns, wenn ich heute anfange zu lesen. Von mir. Heute startet der dritte Tag unserer Challenge. Wir haben am Samstag gestartet und heute ist Montagmorgen. Also ich habe heute noch gar nichts gelesen. Aber ich habe am Samstag für eine Stunde und 24 Minuten gelesen und am Sonntag war ich in Italien. Wir waren bei einem Seebaden und da hatte ich viel Zeit, um zu lesen. Ich habe gestern 4 Stunden und 2 Minuten gelesen. Das heißt, wir sind jetzt bei insgesamt 5 Stunden und 26 Minuten. Das bedeutet, wir haben noch wirklich eine lange Zeit vor uns eigentlich. Ich dachte irgendwie, dass das schneller gehen wird, dass ich 24 Stunden lese, aber okay, kein Problem. Am Samstag hatte ich nicht super viel Zeit, denn ich habe mich mit Freunden getroffen und ja, gestern hatte ich Zeit und jetzt muss ich unter der Woche natürlich arbeiten, also habe ich nur abends Zeit, aber ich wollte euch kurz ein Update zu den Büchern geben. Ich habe ja mit Haruki Murakamis Man Without Women gestartet. Also ich war schon mittendrin, aber ich habe meine Challenge mit diesem Buch gestartet. Und ich bin jetzt nicht viel weiter. Ich muss sagen, ich habe die letzte Kurzgeschichte, die ich gelesen habe, fertig gelesen und bin jetzt bei einer neuen. Die habe ich aber gerade erst gestartet. Und ich finde das Buch bis jetzt sehr interessant. Also ich finde vor allem dieses Konzept Männer ohne Frauen super interessant und auch die Kurzgeschichten sind wirklich gut geschrieben, aber ich hätte mir auch nichts anderes erwartet. Das ist nicht das erste Murakami-Buch, das ich lese und ich liebe den Schreibstil von Murakami, deswegen ja, wusste ich eigentlich schon vorher, dass mir dieses Buch sehr gut gefallen wird und ich freue mich auch, die letzten Geschichten fertig zu lesen und ich finde es auch interessant, dass eigentlich jede Geschichte um das gleiche Thema geht, Men Without Women, aber trotzdem jede Geschichte dieses Thema aus einem so anderen Blickwinkel betrachtet und ja, deswegen finde ich das wirklich super interessant und es ist nicht zu schwierig zu lesen und ja, ich genieße dieses Buch wirklich sehr, sehr, sehr. Das nächste Buch, was ich gestartet habe, habt ihr, glaube ich, schon in ein paar Clips gesehen und das ist Wuthering Heights von Emily Bronte und ich muss sagen, es ist kein Sommerbuch, also wenn ihr dieses Buch auch lesen möchtet, dann würde ich es euch empfehlen, im
Herbst zu lesen, an einem kalten, regnerischen Herbsttag, vielleicht eingekuschelt in einer Decke in eurem Bett oder auf der Couch. Ich glaube, das wäre perfekt für den Herbst. Ich muss sagen, bis jetzt gefällt es mir gut. Am Anfang war es sehr kompliziert für mich, in dieses Buch, in die Handlung reinzukommen, denn die Sprache in diesem Buch ist wirklich nicht sehr einfach für mich zu verstehen. Ich lese es auf Englisch und ich habe normalerweise keine Probleme, die englischen Bücher zu verstehen, aber hier war es wirklich irgendwie schwieriger als bei allen anderen englischen Büchern und englischen Klassikern, die ich bisher gelesen habe. Aber jetzt, nachdem ich mehr gelesen habe, wird es auch einfacher. Ich bin jetzt auf Seite 102 und ich bin schon super gespannt, wie sich die Geschichte entwickeln wird. Und ich habe schon ein paar wirklich so schöne Zitate gefunden, wo ich mir dachte, wow, das ist wunderschön geschrieben. Ich bin mir jetzt noch irgendwie nicht 100% sicher, in welche Richtung dieses Buch gehen wird, denn ich habe auch vorher nicht gelesen, um was es geht. Also ich habe keinen genauen Plan, worum es sich eigentlich in dem Buch handelt. Und jetzt auf Seite 102 merke ich langsam, okay, in welche Richtung es geht. Es gibt auf jeden Fall eine Liebesgeschichte, aber es geht auch um zwei Familien. Und es gibt ja eine Magd, sie heißt Nelly und sie erzählt einfach die Familiengeschichte der beiden Familien und das finde ich wirklich sehr interessant. Es gibt auch am Anfang des Buches einen Familienbaum und das habe ich auch sehr hilfreich gefunden. Aber ja, das sind jetzt die zwei Bücher, die ich lese. Ich habe bei Murakamis Buch wirklich nicht viel weiter gelesen. Es waren vielleicht 20 oder 30 Seiten. Und hier, wie gesagt, bin ich auf Seite 102 und ich habe schon 5,5 Stunden gelesen. Aber dieses Buch lese ich wirklich super langsam. Die Seiten sind auch sehr voll. Also die Schrift ist ziemlich klein. Und ich muss mich wirklich konzentrieren, wenn ich dieses Buch lese. Also ich brauche für das bestimmt, keine Ahnung, vielleicht doppelt so lange wie für ein normales Buch. Aber ich genieße es sehr. Ich bin gespannt, wie lange ich brauchen werde, um insgesamt 24 Stunden zu lesen. Denn ich habe das Gefühl, ich werde super lange für diese Challenge brauchen. Und ich bin auch wirklich neugierig, wie viele Bücher ich lesen werde. Und ich denke, sobald ich eines von den beiden beendet habe, wahrscheinlich werde ich zuerst Man Without Women fertig lesen, weil es einfach schneller zu lesen ist. Und dann werde ich auch ein einfaches Buch auswählen. Vielleicht. Ich bin zwischen zwei Büchern. Ich weiß nicht, ob ich die neue Tribute von Barnum-Geschichte lesen soll oder Babel. Also eines von den beiden Büchern werde ich, denke ich, als nächstes lesen, wenn ich eines von diesen beendet habe. Aber ja, das war mein kurzes Update. Ich freue mich schon, diese Challenge weiterzumachen. Es ist Donnerstag, ich lese jetzt seit 10 Stunden und ich habe einfach noch kein Buch beendet. Ich bin gerade noch dabei, Murakamis Man Without Women zu lesen und ich habe nur noch zwei Kurzgeschichten und wirklich nicht mehr viele Seiten. Ich weiß gar nicht. Noch 40 Seiten, also vielleicht werde ich dieses Buch heute beenden und dann lese ich natürlich noch Wuthering Heights und ich habe gar nicht mehr viel, also ich habe noch 100 Seiten. Ich muss sagen, ich liebe Murakamis Buch und wie er die Männer ohne Frauen beschreibt, denn er geht wirklich auf die verschiedenen Aspekte des Lebens der Männer ein und wie sich Abwesenheit von Frauen auf ihr Leben auswirkt. Und ich finde es auch super interessant, denn er beschreibt Männer in verschiedenen Berufsbereichen. Und ich habe auch wirklich ein paar sehr gute Zitate in diesem Buch gefunden zu Wuthering Heights. Ich glaube, ich habe euch nach den ersten 100 Seiten ein kurzes Update gegeben, dass ich das Buch ein bisschen verwirrend finde und ich glaube, es liegt auch daran, da uns Emily eigentlich versucht zu verwirren, denn die Geschichte wird in der dritten Person erzählt oder aus der Perspektive einer dritten Person und deswegen ja merkt man auch immer den Einfluss dieser Person und den Einfluss ihrer eigenen Gefühle in der Geschichte, denn es gibt in der Geschichte ein paar Charaktere, die diese Erzählerin Nelly sehr gerne mag. Es gibt ein paar Charaktere, die Nelly nicht gerne mag und man merkt einfach ihre eigenen Vorurteile, wenn sie die Geschichte erzählt und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich muss sagen, jetzt bin ich wirklich sehr investiert in die Geschichte und am Anfang war ich noch ein bisschen distanziert, denn ich konnte
mich einfach nicht so gut in die Charaktere hineinversetzen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass die Geschichte in der dritten Person erzählt wird. Aber ich bin wirklich schon auf das Ende gespannt und wie die Geschichte jetzt weitergeht, was mit den Charakteren passiert. Ich hoffe, dass ich vielleicht beide Bücher heute oder spätestens morgen beende. Und ich bin am Überlegen, also ich überlege jetzt schon, welches Buch ich als nächstes lesen möchte. Und ich glaube, weil jetzt die letzten schönen Tage in Österreich sein sollen, die letzten warmen Sommertage, dass ich als nächstes Beach Read von Emily Henry lesen werde. Denn ich würde das Buch gerne in dieser Sommeratmosphäre lesen und deswegen glaube ich, wären die letzten paar Tage jetzt perfekt dafür. Vielleicht fahre ich auch nochmal an einen See und dann kann ich das Buch mitnehmen. Das stelle ich mir sehr cool vor. Ich muss noch kurz über die zwei Hauptcharaktere oder zwei von den Hauptcharakteren in diesem Buch sprechen, denn sie scheinen beide zwei sehr gehasste Charaktere zu sein. Also nicht viele andere Charaktere in den Büchern mögen sie. Und ich nenne jetzt keine Namen, denn ich möchte das Buch nicht spoilern. Aber beide geben mir so den Vibe von wegen, ich hasse alles und jeden außer dich. Und diese Zitate von beiden von diesen Charakteren sind einfach herzzerreißend. Sie hauen mich wirklich um. Und oh mein Gott, ich lese euch jetzt ein Zitat vor, okay? Two words would comprehend my future. Death and hell, existence. After losing her would be hell. Und hier noch etwas. Oh mein Gott. You said I killed you. Haunt me then. Be with me always. Take any form. Drive me mad. Only do not leave me in this abyss where I cannot find you. Oh God, it is unutterable. I cannot live without my life. I cannot live without my soul. Diese Zitate in dem Buch sind einfach zu viel für mich, ich sag's euch. Und ich bin mir selbst so unsicher, was ich von den Charakteren halten soll. Manchmal sind sie so unausstehlich, wirklich. Und dann andere Szenen mit ihnen sind wirklich so, wo ich mir denke, warum werden sie von allen anderen Charakteren gehasst? Ich habe das Gefühl, als wären sie einfach nur sehr missverstanden. Und auch Nelly, unsere Protagonistin, ist einfach sehr verurteilt und hat so das Bild von den Charakteren im Kopf und kann das scheinbar nicht ändern. Und ja, deswegen, ich bin schon so gespannt, wie es jetzt weitergeht und wie sich diese Charaktere weiterentwickeln werden und welche herzzerreißenden Zitate ich noch finden werde, denn oh mein Gott, es ist so, es gibt so viele Gefühle in diesem Buch, dass das Bock in hat. Okay, kurzes Update von mir. Ich bin jetzt 12 Stunden und 11 Minuten in der 24 Stunden Reading Challenge und ich habe gestern Abend, bevor ich schlafen gegangen bin, Haruki Murakamis Man Without Women fertig gelesen und es war eine wilde Reise. Manche Geschichten haben mir super gut gefallen, andere waren okay und jetzt die vorletzte Geschichte war einfach eine Veränderung von Kafkas Verwandlung, das ich auch vor kurzem in einem Video mit euch gemeinsam gelesen habe. Und die Person in Men Without Women, in der Kurzgeschichte, war zuerst eine Kakerlake und ist dann als Mensch aufgewacht. Und das war auch sehr interessant. Und ja, wenn ihr noch nie Murakami gelesen habt, dann würde ich euch nicht empfehlen, mit diesem Buch zu starten, glaube ich. Ich würde euch empfehlen, mit Colorless zu starten. Das war auch mein erstes Murakami-Buch und Murakamis Bücher sind auch immer ein bisschen erotisch. Also es gibt immer mal wieder Szenen, die vielleicht für jüngere Leser nicht unbedingt passend sind. Also behaltet das im Kopf, wenn ihr euch ein Murakami-Buch kauft. Und ich habe auch Wuthering Heights fast fertig gelesen. Ich bin jetzt auf Seite 277 und es gibt ungefähr 330 Seiten. Also ich habe noch 60 Seiten und ich denke, ich werde dieses Buch heute beenden. Ich weiß noch nicht genau, wie ich Wuthering Heights beschreiben oder bewerten soll, deswegen warte ich noch, bis ich das ganze Buch fertig gelesen habe und Man Without Women habe ich mit 4 Sternen bewertet. Leute, ich habe gestern Abend Wuthering Heights, also Sturmhöhe von Emily Bronte, fertig gelesen und wow, was soll ich sagen? Ich habe euch ja am Anfang ein Update gegeben, dass ich fand, dass dieses Buch nicht super einfach zu lesen war und das finde ich auch noch immer. Also es war wirklich eine
schwierigere englische Sprache, als ich normalerweise lese. Und das hat mich auch am Anfang ein bisschen demotiviert, muss ich sagen. Aber ich habe trotzdem weitergelesen und ich bin so froh, dass ich dieses Buch nicht DNF'd habe, also dass ich nicht aufgehört habe, dieses Buch zu lesen, denn ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es hat mir so, so gut gefallen. Das Buch war super einzigartig. Ich glaube, was mir vielleicht am besten an diesem Buch gefallen hat, ist, dass alle Charaktere flawed waren. Also alle Charaktere haben wirklich ihre guten, aber auch ihre schlechten Seiten gezeigt. Und manchmal habe ich einen Charakter wirklich gehasst und dann im nächsten Satz, im nächsten Kapitel habe ich wieder so viel Mitgefühl für diesen Charakter empfunden und auch seine Handlungen wirklich nachvollziehen können, obwohl seine Handlungen vielleicht schrecklich waren. Und das hat mich einfach so überrascht, denn meistens sind die Figuren oder die Charaktere in Büchern nicht super vielschichtig und hier waren wirklich alle Charaktere, jeder einzelne war so komplex und ja, das hat mir einfach so, so gut gefallen. Und in dem Buch spricht Emily natürlich über eine Liebesgeschichte, ein Liebespaar, was eine sehr tragische Liebesgeschichte eigentlich ist. Es geht auch um Rache, es geht um die sozialen Klassen und die sozialen Klassen vor allem im alten England und wie sich diese auf den Alltag der Charaktere ausgewirkt haben. Aber sie spricht auch über so mystische und vielleicht auch übernatürliche Dinge, was mich sehr überrascht hat, denn damit hätte ich eigentlich gar nicht gerechnet. Und was mir in diesem Buch auch so, so gut gefallen hat, war die Natur und die Umgebung und wie Emily Bronte diese Umgebung der Geschichte auch in die Charaktere irgendwie eingebunden hat. Also die Umgebung hat wirklich perfekt zu der Geschichte und zu den Charakteren und ihrer aktuellen Stimmungslage gepasst. Also das war wirklich alles so gut überlegt und oh, es ist wirklich ein Meisterwerk. Es gab einfach noch so viel mehr in diesem Buch und ich glaube, wenn man es einmal liest, kann man die ganze Geschichte auch gar nicht fassen, denke ich. Und deswegen würde ich das Buch, ich weiß jetzt schon, dass ich das Buch irgendwann wieder lesen möchte und die Geschichte einfach nochmal tiefer verstehen möchte, denn ich glaube, da ich gar nicht wusste, um was es in der Geschichte geht, war es vielleicht am Anfang auch nicht so klar für mich und ich habe dieses Buch wirklich geliebt. Wenn ihr noch ein Buch für den Herbst sucht, dann würde ich euch wirklich Sturmhöhe oder Wuthering Heights, je nachdem, auf welcher Sprache ihr das Buch lesen möchtet, empfehlen und vielleicht werde ich es auch schon diesen Herbst noch einmal lesen. Ich habe auch überlegt, das Buch, wenn ich es nochmal lese, vielleicht auf Deutsch zu lesen. Einfach auch, um den Unterschied zwischen der Originalsprache und der Übersetzung zu sehen. Das wäre vielleicht auch mal super interessant. Ich denke, ich würde es mit 4,5 Sternen bewerten, denn es war wirklich eine sehr komplexe Geschichte. Und ich denke auch eine Geschichte, die mich noch lange begleiten wird, über die ich noch lange nachdenken werde. Und wie ihr vielleicht gestern in einem Clip schon gesehen habt, habe ich auch mit Beetroot gestartet und ich bin jetzt sehr froh darüber, auch ein einfaches Buch zu lesen, denn Wuthering Heights hat doch sehr viel Konzentration von mir gefordert und deswegen bin ich jetzt einfach happy, eine Liebesgeschichte zu lesen, die meistens nicht zu komplex ist, was ich jetzt von Emily Henrys anderen Büchern kenne. Und ich habe von vielen Leuten gehört, dass Beetroot ihr liebstes Emily Henry Buch ist. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin noch nicht sehr weit. Ich glaube, ich bin beim vierten Kapitel und es ist noch nicht super viel passiert. Also es bleibt spannend und ich freue mich jetzt einfach darauf, das letzte Mal so richtig ein Sommerbuch im Sommerwetter dieses Jahr zu lesen. Und ja, schreib mir mal gerne, welches Buch du gerade liest. Ich bin zurück mit einem Update. Ich bin jetzt 19 Stunden in der Lese-Challenge. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Nur noch 5 Stunden und dann haben wir die 24 Stunden beendet. Und ich habe außerdem auch gleich mein Buch beendet, Beetroot. Ich habe nur noch 30 Seiten übrig und ich liebe dieses Buch. Ich kann verstehen, warum es von so vielen Leuten das liebste Emily Henry Buch ist. Ich könnte nicht genau erklären, warum, aber ich finde die Geschichte einfach so berührend und das ist irgendwie nicht so eine 0815 Liebesgeschichte, wo alles perfekt ist und alles schön ist. Es ist so eine vielschichtige Geschichte und ich finde auch die Charaktere sind sehr komplex für so ein Rom-Com-Buch und das
mag ich super gerne. Ich finde auch, Gus ist so ein süßer Charakter und auch January mag ich wirklich sehr gerne. Und ich finde auch den Banter, die die zwei haben, also die Neckereien zwischen ihnen, sehr unterhaltsam. Ich freue mich auch schon auf das Ende. Also ich bin schon gespannt, wie es weitergeht, denn irgendwie sind wir noch so mitten in der Geschichte. Es ist noch kein wirkliches Ende in Sicht, finde ich. Aber ja, es sind nur noch 30 Seiten. Ich habe Beatread jetzt beendet und was soll ich sagen? Ich fand das Ende super, super schön. Ich fand das ganze Buch wirklich schön zu lesen. Es war nicht zu kitschig und nicht zu surreal. Also es war eine wirklich sehr nachvollziehbare Geschichte und das hat mir wirklich gut gefallen. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Buch jetzt gelesen habe und ich glaube, ich würde es mit 4 Sternen bewerten. Wenn ihr eine einfache, unterhaltsame, sehr romantische, aber doch sehr reale Geschichte lesen möchtet, dann würde ich euch Beatread auf jeden Fall empfehlen. Okay, ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass ich eigentlich das neue Tribute von Pan im Buch lesen möchte, The Ballad of Songbirds and Snakes von Suzanne Collins. Ich habe die Tribute von Pan im Bücher gelesen, als ich super jung war. Ich denke, vielleicht vor, ich weiß nicht, 15, 10 Jahren ungefähr. Und ich habe sie geliebt. Ich habe natürlich auch die Filme gesehen und die Filme geliebt. Aber es ist schon so lange her, dass ich ein Buch von Die Tribute von Barnum gelesen habe und auch, dass ich dann einen Film das letzte Mal gesehen habe. Und deswegen weiß ich die Geschichte nur noch ungefähr und nicht mehr so genau. Und ich dachte mir, vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn ich zuerst die Filme ansehe nochmal und dann dieses Buch lese, denn ich glaube, es ist besser, wenn ich die alte Geschichte wieder so in Erinnerung gerufen bekomme. Dann glaube ich, kann ich mich mehr in die Charaktere hineinversetzen und vielleicht auch die Geschichte ein bisschen besser verstehen. Und deswegen glaube ich, kommt dieses Buch jetzt nochmal zurück in mein Bücherregal, bis ich die Zeit finde, um alle 3 Teile von den Filmen zu sehen. Aber ich habe so Lust auf eine Fantasy-Geschichte. Als ich Fourth Wing gelesen habe, hat sich diese Fantasy-Liebe wieder neu entflammt. Ich habe jetzt aber kein Fantasy-Buch zu Hause, das ich lesen könnte. Und deswegen dachte ich mir, das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um ein neues Genre auszuprobieren, was ich schon lange lesen wollte. Und ich habe mir auch gerade ein Buch in diesem Genre bestellt. Also es ist ein perfektes Timing und das ist Red Rising von Pierce Brown. Ich habe schon so viel über dieses Buch gehört. Es ist kein Fantasy-Buch, es ist ein Sci-Fi-Buch und ich glaube, ich habe noch nie ein Sci-Fi-Buch gelesen. Ich weiß nicht, ob die Tribute von Barnum Sci-Fi-Bücher sind, jetzt wo ich darüber nachdenke. Ja, vielleicht, aber ich habe auf jeden Fall in den letzten Jahren kein Sci-Fi-Buch gelesen und Red Rising ist auch eine Sci-Fi-Bücherreihe für Erwachsene und die Tribute von Barnum war natürlich für Kinder oder Jugendliche. Und ich habe, wie gesagt, so viele, so positive Dinge über dieses Buch gehört. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, worum es geht. Ich habe von Hayley Pham, sie ist eine Booktuberin aus den USA, gehört, dass es wie die Tribute von Barnum sein sollte, nur irgendwie im Himmel, in der Luft. Und das hat mich ja wirklich sehr neugierig gemacht. Und dann musste ich es einfach bestellen. Und hier ist auch Katniss am Cover erwähnt. Also ja, irgendwas muss hier dran sein. Und deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht ist das jetzt das perfekte Buch zu lesen, weil ich Lust habe auf etwas, ja, Fantasy-mäßiges und dann passt vielleicht Sci-Fi auch sehr gut in diese Situation gerade. Und ja, es hat 382 Seiten, also vielleicht schaffe ich das auch noch in der 24-Stunden-Leser-Challenge. Ich habe noch, ja, ungefähr 4 Stunden, 4,5 Stunden übrig. Ich freue mich sehr darauf, in ein neues Genre, in eine neue Geschichte einzutauchen. Leute, ich habe es fast geschafft. Ich habe jetzt gleich die 23 Stunden erreicht. Und ihr seht, ich filme gerade auf meinem Laptop, weil ich meine Kamera nicht hier habe.
Aber wir sind bei 22 Stunden 54 Minuten. Das heißt, ich habe noch ungefähr eine gute Stunde. Und dann ist die 24-Stunden-Challenge einfach beendet. Ich kann es irgendwie noch gar nicht wirklich glauben, denn es hat wirklich super lange für mich jetzt gedauert, diese 24 Stunden vollzukriegen. Also ich habe es noch gar nicht geschafft, aber ich denke, diese eine Stunde werde ich heute noch schaffen. Und wenn ihr euch fragt, ich bin noch immer bei Red Rising. Ich bin auf Seite 152. Das heißt, ich habe wirklich noch ein gutes Stück vor mir, noch mehr als die Hälfte. Und das bedeutet auch, dass ich dieses Buch in diesem Video nicht schaffen werde. Ich habe es wirklich unterschätzt, wie kompliziert Sci-Fi zu lesen ist. Es gibt so viele Wörter, die ich nicht verstehe, ähnlich wie bei Fantasy. Es sind einfach diese erfundenen Wörter. Und ja, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob meine Erwartungen einfach zu hoch waren oder ob ich auch einfach noch nicht genug von diesem Buch gelesen habe. Ich meine, 152 Seiten sind nicht super viel. Es ist noch nicht mega viel passiert. Also es sind schon einige Dinge passiert und es war auch teilweise wirklich traurig und ein bisschen gruselig vielleicht auch, also verrückt gruselig. Und ja, ich bin beim Kapitel 21 und ich finde es gut, aber es haut mich jetzt eigentlich nicht wirklich vom Hocker. Also ich bin noch gespannt, was im restlichen Buch passiert. Ihr seht, ich habe wirklich noch ziemlich viel und ob ich dann mich dazu entscheiden werde, diese Serie weiterzulesen, denn dieses Buch ist Teil einer Serie. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher es gibt, aber ja, mal sehen. Ich muss wirklich schauen, was noch passiert, aber wenn es so bleibt, wie es jetzt ist und wenn meine Gefühle so bleiben, wie sie jetzt sind, dann glaube ich, werde ich die Reihe nicht weiterlesen, aber ja, es ist nicht schlecht, aber irgendwie packt es mich auch nicht so wirklich. Leute, ich muss euch leider etwas mitteilen. Ich habe gestern die Challenge nicht beendet, obwohl ich nur noch ein bisschen mehr als 30 Minuten zu lesen habe, nämlich 33 Minuten, 32,5 Minuten. Und ich habe es gestern einfach nicht geschafft. Ich habe gestern angefangen, ein Fotoalbum zu machen von der Zeit, als ich mit meinem Freund in Argentinien war. Hier sind auch die Fotoalben und das hat einfach so viel Zeit eingenommen und ich wollte dann aber nicht aufhören und deswegen habe ich gestern dann gar nichts mehr gelesen, glaube ich, nur morgens, wo ich euch ein Update gegeben habe. Das heißt, ich bin noch immer bei Red Rising. Ich bin jetzt auf Seite 174 und ja, ich werde dieses Buch in den 30 Minuten, die ich noch übrig habe, natürlich nicht beenden. Aber wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich eine September-TBR-Liste gelesen. Ich bin gerade erst aufgewacht und mein Gehirn funktioniert noch nicht richtig. Wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich ein September-TBR-Video gepostet und da habe ich auch dieses Buch erwähnt. Und das bedeutet, ich werde hoffentlich Ende September ein Gelesen-Video machen, also mit allen Büchern, die ich im September gelesen habe. Und wenn ihr dann mein endgültiges Fazit zu Red Rising von Pierce Brown hören möchtet, dann schaut Ende September bei diesem Video vorbei. Und ja, ich werde jetzt hoffentlich von niemandem gestört. Ich habe hier gerade meinen Kaffee geholt. Es ist 9.45 Uhr morgens. Ich bin heute länger geschlafen. Ich habe mein Wasser hier. Ich habe in den nächsten Stunden nichts Besonderes vor. Das heißt, es kann mich eigentlich nichts ablenken. Ich hoffe, mich wird niemand stören. Das kann ich nicht beeinflussen. Aber ich werde jetzt die Challenge beenden, die letzten 30 Minuten lesen. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen traurig, wenn die Challenge zu Ende geht. Denn das war jetzt irgendwie so 2 Wochen Teil von meiner Routine. Und ja, ich werde es vermissen. Ich werde natürlich weiterlesen, aber irgendwie das alles zu dokumentieren und auch zu dokumentieren, wie lange ich lese, war immer sehr spannend. Aber ja, ich höre jetzt auf zu quatschen und werde das Buch beenden. Okay, Leute, die 24-Stunden-Challenge ist jetzt tatsächlich vorbei. Ich habe 3,5 Bücher gelesen. Ich habe mit Haruki Murakamis Man Without Women gestartet und ich glaube, ich habe euch meine Bewertung dazu schon gesagt. Ich
jetzt, wo ich ein bisschen mehr Zeit hatte, ich denke, ich würde das Buch mit 3,5 Sternen bewerten. Es war gut, aber auf jeden Fall nicht mein liebstes Murakami-Buch. Danach habe ich, wie ihr gesehen habt, von Emily Bronte Wuthering Heights gelesen. Und das war wirklich manchmal ein Struggle, weil es für mich ziemlich schwierig zu lesen war. Aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr liebe ich dieses Buch. Ich glaube, ich habe es mit 4,5 Sternen bewertet am Anfang. Aber ich denke, ich würde dem Buch 5 Sterne geben. Ich merke einfach, dass ich so oft über dieses Buch nachdenke und es gab einfach so viele schöne Passagen in dem Buch, so viele schöne Zitate. Die Sprache von Emily Bronte ist einfach, ja, ein Traum. Und ich würde das Buch auf jeden Fall mit 5 Sternen bewerten und es euch, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Lest es am besten im Herbst. Ich glaube, das wäre perfekt und ja, ich freue mich schon, wenn ich dieses Buch irgendwann wieder lesen werde, denn es ist so ein komplexes, aber ein so wunderschönes Buch. Danach, um meinem Gehirn ein bisschen eine Pause zu geben, habe ich von Emily Henry Beach Read gelesen und ich glaube, das ist bisher mein liebstes Emily Henry Buch. Ich weiß, dass viele Leute sagen, dass Beach Read ihr bestes Buch ist und ich muss zustimmen. Ich weiß gar nicht warum, aber ich fand die Charaktere January und Gus einfach so liebenswert und auch so real, keine Ahnung. Ich habe dieses Buch wirklich sehr gerne gelesen und der Schreibstil von Emily Henry ist auch sehr packend. Man kann es sehr schnell lesen. Es war der perfekte Nachfolger für Wuthering Heights, einfach weil es ja viel einfacher zu lesen ist, aber trotzdem eine schöne und keine so trashy Geschichte ist wie manche andere Bücher, die man so auf TikTok findet. Also ja, Beach Read war auch ein sehr, sehr gutes Buch für mich. Ich glaube, ich habe es auch mit 4 Sternen bewertet. Also es war auch auf jeden Fall eine sehr schöne Leseerfahrung. Und ich kann es euch auch nur weiterempfehlen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Aber ich glaube, die meisten Leute haben Beach Read schon gelesen. Und dann zum letzten Buch, das ich leider auch nicht beendet habe. Das ist Red Rising von Pierce Brown. Und ich muss sagen, jetzt, als ich den letzten Clip gedreht habe, vorher, als ich die Challenge noch nicht beendet hatte, war ich mir tatsächlich nicht sicher, ob mir das Buch gefällt, ob ich den nächsten Teil lesen würde oder nicht. Ich hatte schon eine Vorahnung, dass es zum Ende hin ja spannender wird und vielleicht noch etwas Krasses passieren wird, dass wir einen Cliffhanger bekommen. Und ich bin noch nicht mal annähernd beim Ende. Ich bin jetzt auf Seite 195, aber ich muss sagen, es wird jetzt auf jeden Fall spannender. Ich glaube, ich bin jetzt einfach auch langsam besser in dieser Sci-Fi-Geschichte drin und verstehe manche Dinge besser als am Anfang. Ja, ich finde, jetzt merkt man die Charakterentwicklung schon sehr gut und man lernt auch die Charaktere besser kennen. Es gibt ziemlich viele verschiedene Charaktere in diesem Buch und für mich ist es immer ein bisschen schwierig, mir alle Charaktere, die Namen und die Persönlichkeit von denen zu merken. Und deswegen ist es jetzt für mich auch einfacher, nach fast 200 Seiten das Buch besser zu verstehen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den zweiten Teil wahrscheinlich nicht lesen werde, denn ich glaube, dass mir dieses Buch noch sehr stark ans Herz wachsen wird. Und ich glaube, dass mich auch noch eine krasse Wendung, ein krasser Cliffhanger erwarten wird. Also ja, mal schauen. Ich freue mich jetzt wirklich, das Buch weiterzulesen. Ich muss sagen, die letzten Tage musste ich mich immer ein bisschen motivieren, das Buch zu lesen. Aber langsam fange ich wirklich an, es sehr, sehr gerne zu mögen. Das war's mit meiner ersten 24-Stunden-Lese-Challenge. Ich muss sagen, ich hätte richtig Bock, eine 24-Stunden-Lese-Challenge mit nur Klassikern zu machen. Schreibt mir mal gerne, ob das interessant für euch wäre. Aber ja, das waren alle Bücher, die ich gelesen habe. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es wirklich super viel Spaß gemacht, diese 24-Stunden-Challenge zu drehen. Und ich glaube, ich würde das nächste Mal wirklich versuchen, mir 2 oder 3 Tage, 2,5 Tage frei zu halten und diese 24-Stunden-Challenge schneller zu machen, denn jetzt habe ich fast 2 Wochen dafür gebraucht. Aber es war trotzdem eine so coole Erfahrung und ich liebe es einfach, meine Gedanken und die Bücher, die ich lese, mit euch zu teilen. Und ja, ich habe mich wie immer gefreut, dass ihr dabei wart. Fühlt euch gedrückt und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao!